Gym oder Girls? Oh, ist das cringe. Ja, das fängt ja schon mal super an. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal wieder die schrecklichsten und nervigsten Kinder der Welt an. Und wenn wir fertig mit dem Video sind, vertraut mir, ihr habt keine Lust mehr, Kinder zu bekommen. Und wir starten direkt auch schon cool rein. Das hier sollte eigentlich nur ein süßer erster Friseurbesuch für den kleinen Tommy hier sein. Endlich, das erste Mal werden die Haare so richtig vom Barber geschnitten. Endlich Seiten auf Null. So, Batsche, glücklich. Sag gut schon? Ja. Okay, am Anfang war doch eigentlich noch alles gut. Er war ganz relaxed und glücklich auf dem Stuhl. Den Föhn hat er noch gefeiert, aber warum den Rasierer dann nicht? Lil Bro verwandelt sich einfach mal kurz in einen Adler. Der nächste Junge hat unnormal reingeschickt und es wird mies unangenehm für ihn. Wir hatten noch einen Shake. Shake it, Woody. Bumpa! Bumpa! Seine Freunde haben ihn hops genommen. Wenn man solche Freunde hat, braucht man Real Talk keine Feinde mehr. Wie ehrenlos, dass der Fahrer einfach stehen bleibt. Und dadurch wird es einfach so unangenehm für ihn hier. Also ich glaube, Real Talk, das war richtig, richtig peinlich, Mann. Er musste den Leuten am Fenster noch so richtig lange in die Augen schauen, weil sein Kollege nicht losfahren wollte. Der wurde echt gefickt, Mann. Der trollt danach nie wieder. Mutter, gib Köpfer. Mutter? Ey, das ist gottlos. Das ist wirklich gottlos, Mann. Die arme Mutter. Warum hast du das getan? Deine Mutter macht alles für dich und du gibst ihr einfach eine Köpfervorlage. Aber hat sie gut genommen, muss ich sagen. Deine Mutter hat doch sicherlich mal höher gespielt, oder? Hier ist so ein Wannabe-Aladdin auf seinem fliegenden Teppich unterwegs. Und er sammelt dabei so Spenden und das bringt ihm sein Brot nach Hause. Und natürlich kann das nicht gut enden, wenn ein Kind in der Nähe ist. Ey, der hat den auseinandergenommen. Vor der laufenden Menge gebastelt. Der fliegende Teppich fliegt ja gar nicht. Oh Mann. Und wie dreist ist das schon wieder von diesem Jungen gewesen, dass er einfach so auf diesen Teppich mit drauf springt und ihn dann auch noch hinhaut. Dieser Aladdin wird danach so sauer sein. Immer muss ein Kind alles zerstören. Skibidi Toilet. Skibidi, skibidi Toilet. Das ist so fucking random. Was macht dieses Kind mit der Wassermelone in dem Eimer? Der macht sich da gerade einen richtig entspannten. Der lässt mal schön den Nachmittag ausklingen. Schön in der Sonne. Prison Break 2-Euro Version. Und jetzt schnallt euch bitte wirklich an. Diese neue Generation sind wirklich einfach nur Affen. Die benehmen sich wirklich wie Affen und Tiere im Zoo. Hier ist irgendjemand in dem Polizeiauto drinne. Einer von seinen Homies. Der wurde gerade geschnappt, weil er eine Fortnite V-Bucks Karte geklaut hat. Free my man. Ja, Mann. Free my man. Er hat gar nichts getan. Er hat nur die Fortnite V-Bucks geklaut. Er hat niemandem was Böses getan. Yo, das ist crazy, Mann. Die Polizei wird dort einfach überhaupt nicht ernst genommen, Mann. Free my man und die haben ihn wirklich befreit. Endlich ist er wieder free. Ich meine, er hat ja wirklich nichts Schlimmes getan, ne? Er wollte sich halt nur die V-Bucks im Shop holen und hatte halt kein Geld. Mein Gott, ist ja jetzt nicht so schlimm. Ist ja auch nur digitales Geld, ne? Juckt ja eigentlich nicht. Ey, wie dreist sind die da eigentlich? Die sind doch alle gefühlt nur so 13, 14 und die befreien einfach ihren Homie. Wäre ich dort Polizist, ich hätte überhaupt gar keinen Bock mehr auf meinen Job, ey. Das muss doch so beschissen sein. Der nächste kleine Junge versucht sich mal als Straßenkünstler und ja, hört selber. Bruder, was ging mit dir am Ende ab? Alles gut? Am Ende kommen kurz seine inneren Dämonen aus ihm raus. Seine Seele verlässt gerade wirklich den Körper. Er nimmt das bisschen zu ernst. Er ist bisschen zu sehr drin. Er zeigt ein bisschen zu viele Gefühle beim Singen. Und wisst ihr, wer auch ein bisschen zu sehr in seinem Film ist? Die hier. You. Calm down, partner. Why you on your knees? Get down, boy. Get down. What the Ey, yo. Was denkt der da hinten, wer er ist? Er nimmt so eine Pose ein, als wäre er ein Power Ranger und könnte gleich den Kampf antreten. Yo, das ist crazy, Mann. You. Calm down, partner. Why you on your knees? Get down, boy.
Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Und die Lache von ihm ist auch einfach zu real. Mich hätte es genauso rausgehauen, würde das jemand vor mir machen. So, und jetzt, Bro, soll ich jetzt Angst haben? Soll mich das einschüchtern? Oh nein, er nimmt die Pose ein. Ich sollte mich lieber von hier verdrücken, bevor er sauer wird. Das ist wirklich verrückt, Mann. Stellt euch mal vor, ihr seid so in eure neue Wohnung gezogen und auf einmal wohnt diese Person über euch. Yo, chillige Boxen hast du da. Gotta get that. Ja, Mann, ich sehe, wie du es gettest. Bro, das Einzige, was du getten wirst, ist eine Anzeige wegen Ruhestörung. Was sind das denn bitte für Boxen? Die lösen einfach Erdbeben im gesamten Block aus. Wirklich ein dickes F an die Oma, die unter ihm wohnt und einfach nur ihre letzten Jahre genießen will. Ja, das wird damit wohl nichts. Hilfe, jemand ist in das Haus eingebrochen. Das Android-Kid. Un video, Mami, este comentario me acuerda a una mujer que yo tenía que se me murió de Ja, das ist der perfekte Beweis dafür, dass ihr euch lieber ein iPhone holen solltet. Stellt euch doch mal vor, das ist eine ernste Situation so. Du sagst zu deinem Homie, yo, Mann, ich wurde angeschossen, du musst einen Krankenwagen rufen. Und der sitzt so neben euch und versucht erstmal sein Handy eine halbe Stunde zu entsperren. Was ist das überhaupt für ein Passcode? Wer benutzt so ein goofy ass smiley Passwort? Alles gut, du brauchst keinen Krankenwagen mehr zu rufen. Es ist schon zu spät. Und ich hab den ganzen Tag. Und ich mach Was ist das jetzt schon wieder? Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Was macht er da verfaxen mit seinem Mund? Versucht er da gerade wirklich mitzusingen? Der Text sitzt ja wirklich gut, Mann. Bruder, der Arme bekommt wahrscheinlich gerade einen epileptischen Anfall und ich mach mich drüber lustig. Bro went from 4 to 40. Yay! Yeah. 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 Now you can bite it. Bite it, RJ, bite the cake. Bite the cake. Smell it, smell like chocolate. Ey, yo, mein kleiner El Chapo. Der Bruder ist schon mit 5 Drogenbaron. Er ist 100% Mexikaner. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das ist safe ein Mexikaner. Und was ist das eigentlich für eine krasse Geburtstagstorte? Also, wow, das sieht wirklich, wirklich nice aus. Wenn ich ein Kind später bekomme, Real Talk, das bekommt diese Geburtstagstorte, wovon ich original die Hälfte selber essen werde. Capital Bra auf Temo. Also falls ihr noch nicht angeschnallt seid, dann meine ich es jetzt nochmal ernst. Schnallt euch wirklich an, denn jetzt kommt der Capital Bra Duisburg Version. Die Gucci-Tasche, ich weiß nicht, wie dieses Modell heißt. Das ist so ein, irgendwas mit C, irgendwie so ein bisschen schwieriger. Auf jeden Fall 570 Euro hat die gekostet. Na, der hat ein bisschen zu viel Capital Bra gehört. Das ist wirklich ein bisschen too much. Ja, auf jeden Fall 570 Euro hat die gekostet. Habe ich mir auch da hinten im Laden gekauft. Wow, Respekt. Du zahlst 500 Euro für eine Gucci-Tasche, damit du aussiehst wie Capital Bra. Ey, ich kann mir nichts Cooleres vorstellen, Mann. Gekauft. Das war... Ich weiß nicht, so erstes Mal Kreditkarte bekommen, dachte ich, ich will was Teures. Ich wollte eine Gucci-Tasche, deswegen habe ich mir eine Gucci-Tasche geholt. Auch vom Gucci-Store? So, auch vom Gucci-Store. So. Okay. Ich bin dann so Kreditkarte einmal durch. Ich wusste nicht, was passiert. Ich wusste noch nicht mal, wie viele Zinsen drauf kommen und so. Ich habe mir so viele Probleme mit dieser Tasche eingehandelt. Tschüss. Okay. Also erstens, ich sag Cap. Die Story ist gelogen. Ich sag, die Gucci-Tasche ist 100% fake. 100% Fugazi. Nicht echt. Der Bre ist am Capen. Und das zeigt schon wieder, was das für eine abgefuckte Welt ist. Überlegt euch doch mal. Der Typ will einfach nur aussehen wie Capital Bra und flext damit, dass er eine Gucci-Tasche hat, obwohl sie fake ist. Ey, die Welt ist echt verloren, Mann. Diese Rich Kids sind wirklich eine Plage für die Gesellschaft. Genauso wie das Kind im nächsten Video. Bro, das ist wirklich eine richtige Plage für die Gesellschaft. Wie kann ein Kind so erzogen sein? Oha, was ist da passiert? Die ist in irgendeinem Store und hat wahrscheinlich ihr Essen nicht bekommen. Und jetzt rastet sie so aus. Chill doch mal. Du bist gerade mal 13, 12. Keine Ahnung, Mann. Wie kannst du denn in diesem jungen Alter schon Aggressionsprobleme haben? Was müssen sich die Arbeiter denken? Die wollten heute auch nur einen entspannten Tag haben und auf einmal kommt so ein abgefucktes Kind da rein und will den ganzen Laden auseinandernehmen.
Yo, der letzte Move war heftig. Ich sag ehrlich, so wie es ist, dieser Jump über die Theke war krass. Damit hat echt niemand gerechnet. Ihr müsst euch einfach mal geben, dieses Kind hat Eltern. Irgendwelche Leute haben das als Tochter. Das haben die in der Erziehung falsch gemacht. Das frage ich mich wirklich. Da muss ja echt alles schief gegangen sein, damit sie so endet und so ausrastet in der Öffentlichkeit. Today for school lunch, I sent my daughter a delicious peanut butter sandwich. Okay, wir sehen hier also eine Mutter, die die Frühstücksbox für ihre Tochter fertig macht. Und was ist das jetzt schon? Ist das schon für dein Kind? Was soll dieses Gelee in dem Toast, hä? On the side, I send her some baby carrots. And of course, I send her some grapes because I am trying to keep this girl nice and healthy. I also send her an applesauce because she loves applesauce. So she's going to be really excited about this one. Hey, das Kind ernährt sich einfach nur von Süßem, von irgendwelchem Gelee. And I send her a juice box. Now, normally, I don't send her juice boxes just because they're so bad for your teeth. But today, I thought I'd treat her. I hope you enjoyed today's video. Follow for more. Was für Juice? Was ist das für ein Juice, Digga? What the f... Ja, ich will nicht wissen, wie das Kind aussieht. Das tut mir jetzt schon leid. Der Körper von dem Kind ist doch jetzt schon komplett verwest, wenn sie nur so etwas isst. Oh Mann, das ist wirklich wieder genug Internet für heute. Und damit, Freunde, falls es euch gefallen hat, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.